Das ist meine Säbelsäge für alles Grobe. Hey Leute, heute möchte ich euch die Säbelsäge vorstellen oder wie ich sie liebevoll nenne, der Sägespezialist fürs Grobe. Säbelsäge, wenn ihr noch nicht davon gehört habt, das ist überhaupt gar kein Problem. Nach dem heutigen Video werdet ihr das Gerät definitiv nicht vergessen. Aber bevor wir starten, brauchen wir Gehörschutz und die Schutzbrille. Jetzt sind wir ausgestattet und können loslegen. Die Säbelsäge werdet ihr zu Hause wahrscheinlich relativ selten vorfinden, aber im Bereich Baustelle, Werkstatt oder auch im Gartenbereich ist sie unverzichtbar. Sie wird auch gerne als elektrischer Fuchsschwanz bezeichnet, hat folgenden Hintergrund: Das Sägeblatt macht eine Vor- und Rückwärtsbewegung wie beim Fuchsschwanz auch. Wenn ihr nicht wisst, was ein Fuchsschwanz ist, das ist gar kein Problem. Wir haben hier oben für euch ein Video verlinkt, wo ihr alles über Handsägen erfahrt. Jetzt kann ich mit der Säge verschiedene Materialien durchsägen, wie zum Beispiel Metall, Holz, Äste, Poren, Beton, sogar Ziegel sind möglich und dafür brauche ich natürlich verschiedene Sägeblätter, wie zum Beispiel hier eins für Metall oder auch hier eine Klinge für Dämmstoffe. Und eingespannt habe ich mir schon ein Sägeblatt für Holz. Damit ich euch es aber live zeigen kann, habe ich hier schon mal einen Ast eingespannt, den wir jetzt zersägen werden. Aber vorher Gehörschutz auf und die Augen schonen. Jetzt habe ich hier natürlich relativ weiches Material, sprich einen Ast, gesägt, dass die Maschine noch weitaus mehr kann. Das will ich euch jetzt zeigen anhand eines kleinen Rohres. Aber dafür müssen wir das Sägeblatt erstmal umspannen. Also machen wir als erstes die Maschine stromlos. Dann haben wir jetzt hier vorne das Sägeblatt. Hier ist nochmal eine Verriegelung für das Sägeblatt, damit das wirklich nicht rausrutscht. Das heißt, die lösen wir jetzt. Und dann habe ich hier einen Verschluss, den drehe ich. Und dann kann ich das Sägeblatt rausnehmen und mir mein Metallsägeblatt einspannen. Haben wir drinne, ist verriegelt. Jetzt machen wir noch den Verschluss wieder zu und spannen uns das Rohr ein. Und dann wieder Gehörschutz und Brille auf. Und los geht's. Ihr habt jetzt gesehen, dass ihr mit der Maschine wirklich sehr, sehr viele grobe Schnitte machen könnt. Metall, Holz, Äste, je nachdem. Was noch ein Vorteil dieser Maschine ist, gerade im Bereich Metall, wenn ich ganz eng oder dicht an der Wand sägen muss, das Sägeblatt ist flexibel. Das heißt, ich kriege wirklich einen bündigen Abschluss. Wenn jetzt zum Beispiel ein Wasserrohr oder sowas raussteht, kann ich da lang gehen, ein bisschen biegen und habe trotzdem noch die Sägewirkung. Oder im Bereich Holz, wenn ich jetzt Gartenarbeit mache, ich kann wirklich Schnitte von der Breite bis 150 mm machen. Das können die wenigsten sägen. Mein Fazit, ich mag diese Säge wirklich für sehr grobe Sachen, für rabiate Sachen, genau das, was ich brauche. Jetzt ist mir natürlich auch klar, dass nicht jeder von euch so eine Säge zu Hause hat. Das ist auch gar kein Muss, denn im Bauhaus um eure Ecke, da könnt ihr euch ganz locker flockig so eine Säge ausleihen. Wenn ihr schon mal mit der Säbelsäge gearbeitet habt oder mit ganz anderen Sägen arbeitet, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch die Säge genauso gefällt wie mir, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr sowieso schon da unten seid, einmal ein Abo dalassen, die Glocke läuten, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Ich werde noch ein bisschen sägen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!